Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Path of Exile, Sacrifice of Wild Let's Play vom Drager Basler, alles mögliche, und wir gehen gleich mal los. Im vorigen Part habe ich ja diesen Charakter hier weitergemacht, er war alt und dadurch hat er einen kostenlosen Skill-Respekt. Da haben wir als Respekt und neu verteilt die Punkte. Wir haben übrigens noch 6 Refund, also wir können 6 wieder rausnehmen und irgendwo hinsetzen. Okay, ja, Power Jugs brauchen wir eigentlich nicht. Ich habe einfach hier mal, weil es am wenigsten Punkte verbringt. Ah, Arc in Blows könnten wir noch skillen mal. Aber erst wenn wir Lightning Damage auch haben. So, jetzt machen wir hier dieses auf, dieses Schwabbel-Blings-Bungs-Blang. Können hier also durch. Und jetzt raus. Ah, noch nicht raus. Zuerst kommen noch ein Gebiet wie das vorige. Ich könnte vielleicht mich mal im PoE Forum anmelden und fragen, was ich so verbessern könnte. Und auch wenn dort nicht mehr so viel Ding ist, vor allem PoE, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, das Forum. Vor allem in meinem deutschen Forum ist nicht mehr so viel los, aber wahrscheinlich habt ihr dort doch Leute, die mir ein bisschen weiterbringen können. Und so weiter. Ja, die Defensive muss halt noch stärker werden. Das werde ich mit Ding machen, mit Iron Reflexes. Und dann noch ein bisschen Live-Knoten. Und so weiter. Aber die werden mich sicher kritisieren, dass ich so offensiv baue. Aber ich will offensiv sein. Das ist ganz klar. Sonst gibt es im englischen Forum, also im offiziellen Forum, auch englische Trades. Kann ich einen Trade auf Deutsch machen? Weil beim Englischen, da muss ich alles übersetzen und verstehe wahrscheinlich nicht alles. Ja. Und dann habe ich noch Grammatikfehler, weil der Übersetzer nicht richtig Grammatik hat. Und so weiter. Aber solange als wir richtig gut weiterkommen, brauche ich das natürlich auch nicht. Du musst schon treffen. Du musst näher rankommen. Ah, hallo zusammen. Ihr mit den leuchtenden Augen. Ihr seid ein bisschen zu hervoraussehbar. So, hier unten. Meine Schwester spinnt wieder. Oh! Was? Fleet Wallet of Ducts of Champions. Schaffen wir das? Komm, wir schaffen das. Also, was haben wir hier für schnelle Monster? Sind sie genug schnell für uns? Nö. Scheinbar nicht. Die sind schon ein bisschen schwer. Vor allem weil es leckt. Und irgendwie wurde ich angefroren, obwohl das Geschoss mich nicht getroffen hat. Oh Gott, das ist ja schlimm. Ich kann gar nichts mehr machen. Die haben mich einfach dauer eingefroren. Okay. Wird schwer, aber bei so viel Monster, aber wir schaffen das. Ein bisschen Taktik.
Komm. Wie lang sind wir eingefroren? Das ist kacke. Ah, wir müssen jetzt wirklich die rauslocken irgendwie. Das wollte ich auch machen, aber ich war zu aggressiv. Ich bekomme wirklich Aggressionen. So, der ist tot. Okay, wir sind nicht mehr eingefroren. Okay, wir verlieren wahrscheinlich wieder. Oh nein. Jetzt haben wir eine große Range. Jetzt können wir auch hier uns durchkämpfen. Okay, geht doch. Oh Gott, ist das schwer. Ein Fusing. Oh, den brauche ich. Für die Firestorm-Ding bräuchte ich so einen für den Stab. So, der Alteration Shard. Was ist das für ein Schrein? Immer kritische, darum sind die so stark. Die haben alle den Effekt, dass wir alle kritisch treffen. Deshalb bin ich jetzt so stark. Gut. Dass mir das auch auffällt. Noch 18, komm. Wo ist der Boss? Das schaffen wir nicht mehr. Darum haben die auch alles eingefroren. Oh Gott, Gott, Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe es schon kommen. Ah, gut. Ich habe einfach alles gespammt, alle Heiltränke. Ah, schon dieses Stormcall, den lassen wir jetzt. Und gehen weiter. So, also zweimal gestorben. Oder dreimal. Vor allem viel zu viel mehr. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Sehen die grässlich aus und machen auch noch eine Giftwolke. Grässlich. So, raus hier. Hier ist ja nichts mehr. Das nehmen wir mit. So. Ach, wenn wir schon genug haben von denen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man von denen hat. Aber wir können es mal in die Gilde, ins Gildeninventar reintun. In die Kisten. Ding ist wieder Desync Day. Nichts los hier. Aha, hier ist der Ausgang. Und jetzt. Hallo, bitte, laden. Ist wieder Fraps am Spinnen. Braucht zu viel RAM, dann ladet so langsam. Wenn man denkt, dass Fraps genauso viel RAM verbraucht wie ein Spiel, nebenbei noch, ist das schon hart. Haben wir den Waypoint jetzt? Wir haben ihn genommen, ja. Wenn nicht, ist das egal. Ich laufe heute halt nochmals. Gottchen. Ah, Gott. Der hat physische Resistenz bis ins Geld nicht mehr. Okay, die halten schon recht viel aus hier. Gegen physische Angriff. Also irgendwo ist denn der General. Der ist meistens rechts oben.
Hier oben ist er wahrscheinlich. Immer noch eine Treppe. Ja, ist er. Hallo. Geht doch alle weg. Ich will mit ihm kämpfen, nicht mit euch. Also das Energieschild von dem ist extrem stark. Aber wenn ihr das habt und es nicht auch verliert, also dass es wieder bekommt, dann ist er eigentlich schnell down. Gut. Wir gehen jetzt zuerst mal hier entlang. Ja, da müssen wir ihn eigentlich wieder besiegen. Wir gehen jetzt in... Wie heißt das? Muss ich schauen. Wir müssen hier... Steht noch nicht. Einfach zu Petey gehen. Wir haben ein Date mit Petey und müssen sie dann ein bisschen ins Bett bringen. Oder ins Grab. Aber wir entscheiden uns für das Grab, weil Petey halt ein bisschen frech war, uns den Weg versperrt hat und uns dumm angemacht hat während des ersten Kampfes. Und wir haben noch eine Rechnung offen. Ja, Manalich. Geht weg. So, wir brauchen mehr Dexterity. So, hier ist der Eingang. Da gehen wir rein. Okay, ein Lunaris-Tempel, ja. Lag mir auf der Zunge. Hier bin ich nie lange drin. Ich rasche durch immer die ganze Zeit. Was hier so scheiß Gegner hat. Nicht die und nicht die, sondern im zweiten. So, hier hat es Totenbeschwörer irgendwo. Oder Mistkreaturenbeschwörer irgendwo. Hier. Alles zum Töten. Da. Das waren die. Die tun Kadaver-Explosionen auslösen und glaube ich Zombies erwecken. Wir kommen jetzt noch. Und hier meistens links davon ist der Eingang zum zweiten Ebene. So, nämlich hier. Genau, Ebene 2. Nochmal sein Wahllob. Gottchen, mein Glück hier. Ich brauche aber ein Legendary Unique Teil da. One hit. Die wollten irgendwas schießen, habe ich das gesehen? Keine Ahnung, was das war.
Und hier ist ja eine große, ganz große, der ist wie Brutus vom ersten Akt. Einfach so ein neuer, mit anderer Textur, glaube ich, noch. Der die gleichen Attacken drauf hat und gleich groß oder noch größer ist. Aber der macht mir keine Angst mehr. Mit dem ersten Charakter, das war so ein Duellist-Ranger, mit dem hatte ich die Probleme, weil der hat noch extrem wenig Schaden gemacht und war natürlich only offensiv geskillt. So Selbstmord. Aber mit dem bin ich gar nicht mal so oft gestorben. Am Schluss dann im Szepter der Götter, ja, dort bin ich gestorben. Aber auch nur, weil ich dort keinen Schaden machen konnte, weil die unbesiegbar 6 waren. Und dann noch recht viel Damage gemacht haben. Und da gibt es einen Boss, der besiegt mich immer, wenn ich zu wenig Lightning-Existenzen habe. Weil der so viele Fallen spammt, die Blitzschaden machen. Aber da muss ich einfach immer ausweichen. Den wird mir knacken mit diesem Charakter. Ah, den Skill haben wir auch noch. Hier haben wir den Waypoint, das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt machen wir noch den Boss und dann muss ich leider wahrscheinlich schon wieder den Part beenden. Wir haben viel Zeit verschwendet ein bisschen. Ich will nicht allzu lange Parts machen. Lieber weniger, dafür mehr Videos pro Tag. Abwechslungsreichere Videos. So. Ich will aber den Boss noch besiegen. Ist der da unten? Müsste da unten sein irgendwo. Oder gibt's den diesmal gar nicht? Der muss hier sein. Ah, dort unten hat's noch einen Eingang. Gut, dann können wir den kurz besiegen. Vielleicht gibt's ja noch einen Unique, aber ich denke nicht. Da versteckt er sich, der Cole. Hallo Cole. Zeig dich mal. Komm hier zur Fackel. Oh, siehst du grässlich aus. Ja, nix. Gar nix hat er uns geschickt. Dieser Lümmel. So ein großer Lümmel. Also. Ja, das war's mit diesem Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Path of Exile Part irgendwas. Bye. Tschüss. Und Livestream eigentlich fast jeden Tag. 8 Uhr abends, also 20 Uhr. Wenn vielleicht ein bisschen später, sogar noch früher. Folgt mir am besten dort. Und ja, dann könnt ihr mit mir auch plappern. Mir Fragen stellen und so weiter. Also, tschüss, danke schön fürs Schauen, bye.